Können wir jetzt eine Erholung der Aktienmärkte sehen, eine Zwischenerholung, weil wir wichtige Unterstützungen gehalten haben, einerseits beim S&P, bei den anderen Wall Street Indizes wie dem Nasdaq, weil wir wichtige gleitende Durchschnitte gehalten haben? Yes, we can, aber übergeordnet bleibt das dominante Motiv, das was jetzt wirklich der negative Trigger ist, die hohen Zinserwartungen, respektive die Perspektive, dass die Zinsen weiter steigen, höher steigen als erwartet, länger oben bleiben. Dementsprechend sehen wir die Anleiherenditen und den Dollar gestiegen. Das ist ein Stück weit gestern durch das FED-Protokoll nochmal bestätigt worden, das letztendlich dann eine negative Marktreaktion nach sich gezogen hat. Aber dann kamen nachbörslich die Zahlen von Nvidia, die besser waren als erwartet. Naja, wenn du vorher die Erwartung super senkst, dann kannst du auch über dieses niedrigst gehaltene Stöckchen drüber springen. Jedenfalls, das hat das Sentiment verbessert. Der Nasdaq ist deutlich, nämlich der Nasdaq Future, deutlich angesprungen, weil Nvidia immerhin eine halbe Billion an Marktkapitalisierung auf die Waage bringt. Und jetzt können wir also diese Erholung sehen, aber befinden uns jetzt aus meiner Sicht in einem absolut bärischen Umfeld, wo wir eine technische Erholung nach oben sehen können, wegen Überverkauftheit, wegen eben charttechnischer Trigger, die jetzt kommen. Kommen wir zunächst mal zum FOMC-Protokoll, zum FED-Protokoll, das gestern Abend erschienen ist. Hier hatte Paul ja gesagt, also schaut euch dieses FED-Protokoll an, da werden wir und haben wir viel gesprochen über den weiteren Zinsweg, wie wir die Dinge einschätzen etc. etc. Allerdings hat man den Eindruck, dass die neueren Daten, die nach dem 1. Februar gekommen sind, als ja das FED-Protokoll oder als die FED-Sitzung ihr Ende fand, nämlich am 1. April, dass die neuen Konjunkturdaten und Inflationsdaten da nicht eingearbeitet waren. Dennoch gab es da einige interessante Aspekte. FOMC Minutes suggest Fed fears financial conditions decoupling. Also hier sehen wir nämlich nochmal diesen Satz aus dem FOMC-Protokoll. Die Mitglieder der Fed halten es für sehr wichtig, dass ihre Geldpolitik sich auch in den financial conditions widerspiegelt, respektive, dass diese Financial Conditions straffer werden. Das ist explizit hier nochmal gesagt und widerspricht komplett dem, was Jerome Powell gesagt hat. Ach, die Financial Conditions, die hätten sich doch schon so massiv gestrafft. Hier sehen wir, dass jetzt erst seit einigen Tagen diese in diesem Chart die Financial Conditions sich wieder straffen, weil vor allem die Anleiherenditen dann ja stehen sind und auf der anderen Seite der Aktienmärkte ja fallen sind. S&P 500 von um und bei 4200 Punkts gestern auf 3980, also gut 200 Punkte, sagen wir da Oberkimmer, auch wenn wir vielleicht jetzt eine Erholung sehen, aber vielleicht nochmal wichtig hier, nach diesem FED-Protokoll, respektive nach der FED-Sitzung, über die das Protokoll erstellt wurde. Was ist da passiert? Da haben wir mit 517.000 Non-Farm Payrolls praktisch massiv über der Erwartung die US-Arbeitsmarktdaten gesehen. Wir haben höhere CPI-Daten gesehen, vor allem zum Vorjahresmonat, aber auch zum Vormonat deutlich angestiegen. Wir haben den größten Anstieg des ISM-Dienstleistungsindex seit Mitte 2020. Wir haben den größten Anstieg der Retail-Sales seit fast 2 Jahren. Wir hatten dann in dieser Woche sehr starke Einkaufsmanager-Indizes aus den USA. Wir hatten viel heißere Erzeugerpreise, Schnipp und Schnapp. Also da gibt es jetzt natürlich viel mehr Gründe für die Fed, ein bisschen sorgenvoll zu sein. Und interessant ist ja das, was kürzlich einige Fed-Mitglieder wie Mester, wie Ballard gesagt hatten. Mensch, wir könnten doch auch vielleicht die Zinsen um 50 Basispunkte anheben. Ist das die Mehrheitsmeinung in der Fed? Wohl nicht. Aber jetzt haben wir diese heißen Daten gesehen. Das könnte sich also ändern. Und im Fed-Protokoll heißt es dann hier, a few participants, also zunächst mal almost all participants agreed, dass kleine Zinsschritte von 0,25% jetzt angebracht seien. Also fast alle waren für kleinere Zinsschritte. Dann steht da aber a few participants und damit ist in der Regel mehr als zwei gemeint zumindest. Es favorisierten eigentlich eine größere Zinsanhebung von 50 Basispunkten. Hier das Wall Street Journal macht dann hier
so ein bisschen eine dovischere Mitteilung daraus. Also wir wissen, Mester und Ballard, beide sind derzeit nicht abstimmungsberechtigt, scheinen größere Zielschritte favorisiert zu haben. Wer könnte es noch sein? Hier sehen wir mal ein Board hier von Maverick of Wall Street, das ich wirklich gut finde. Hier sehen wir die Voting Members, da sehen wir The Big Dog, Jerome Powell. Da sehen wir Lael Brainard hier von Maverick of Wall Street als Lael Braindead bezeichnet. Jedenfalls sehen wir dann auch Kashkari, wir sehen das neue Fed-Mitglied Goodsby, Chicago, der ja jetzt eigentlich Vize-Fed-Chef werden sollte, nachdem Brainard Braindead ausscheidet und Chefberaterin wird von Biden in Wirtschaftsfragen. Aber jetzt stellt sich heraus, für manche Demokraten ist der Mann nicht schwarz und nicht weiblich genug. Gell? Die wollen nämlich da hier eine Frau oder a person of color nominieren. Und jetzt hat der zu wenig Farbe, der Mann, und ganz eindeutig einen Mangel an Weiblichkeit. Also wird das vielleicht nicht werden. Dieser Goodsby, übrigens war ja Berater, auch Wirtschaftsberater oder im Beratungsteam von Obama gewesen und war am Anfang seiner Karriere im Team von Paul Volcker. Man höre und staune, jener, der also da die Zinsen massiv nach oben gesetzt hat. Also hier sehen wir mal Voting Members, Non-Voting Members. Und einer, der hier natürlich im Verdacht steht, ist Andrew Agassi für Arme, gemeint ist Neil Kashkari, der sich zuletzt, der Minneapolis Fed-Chef, der sich zuletzt auch ziemlich hawkisch geäußert hatte. Also es gibt da eine Fraktion schon vor den super heißen Daten, die wir seit Anfang Februar gesehen haben, innerhalb der Fed, die schon laut darüber nachgedacht hat, die Zinsen doch stärker anzuheben. Dieses Argument ist jetzt deutlich valider geworden durch die Daten, die wir bekommen haben. Gestern die Märkte weiter nach oben in Sachen Fed Terminal Rate Expectations, jetzt 5,37 unter paar zerquetschte Prozent. Also die Märkte erwarten, dass die Zinsen doch weiter steigen. Financial Conditions haben sich weiter jetzt gestraft, wie ich schon gezeigt hatte. Gestern ja Ballard mit der Aussage, wir fürchten so eine Wiederholung der 1970er Jahre, wo wir auch gedacht hatten, Inflation, das ist jetzt wieder vorbei, und dann stieg das wieder an. Aber jetzt kommen wir zu Nvidia. Nee, Nvidia heißt die Aktie. Hier sehen wir plus 8% nachbörslich, vor allem, weil man dann so ein bisschen was gesagt hat, KI und Cloud, gell, KI, Cloud, gell, booms, 8%, nein, Zahlen waren ordentlich, aber jetzt auch nicht wirklich überragend. Hier sehen wir mal etwa die letzten Quartale von Nvidia, nämlich den Umsatz. Erstes Quartal 22, 5,6 Milliarden Umsatz, zweites Quartal 6,5, drittes Quartal 7,1, viertes Quartal letztes Jahr 7,6. Dann 2023 Q1 8,2, dann 6,7, dann 5,9, jetzt 6,05. Also ist das so riesiges Wachstum, wenn wir das Ganze jetzt mal vergleichen? Natürlich ist die Firma dann in den letzten Jahren gewachsen, vor allem hier sehen wir dann diesen Sprung 2019, 2020, aber im vierten Quartal, hatte also im Quartal, das praktisch jetzt genau vor einem Jahr gewesen ist, hatte man 7,6 Milliarden Umsatz. Wenn wir also mal vierte Quartale vergleichen, das ist ja fiskalisch hier das vierte Quartal für Nvidia, schwamm drüber. Jedenfalls sehen wir, da haben wir einen deutlichen Umsatzrückgang. Es ist also nicht mehr so, dass die Firma maßgeblich wächst. Warum ist die Aktie dann nachbörslich so gestiegen, in der ich short bin? Allerdings über 227 Dollar. Der Gewinn, den ich bis gestern hatte, ist jetzt weitgehend futsch. Erstmal schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber wie auch immer, jedenfalls, warum ist die Aktie 8% nachbörslich gestiegen? Nun, weil sehr viel Open Interest im Optionsbereich bei 200 lag. Jetzt haben die Market Maker sofort reagieren müssen und die sehen dann, Mensch, diese 200er Calls auf Nvidia, die kommen ins Geld, also muss ich mich absichern, muss die Aktie kaufen. Das haben die sofort gemacht. Dementsprechend entsteht Mechanik, die hier der Fall ist. Aber das kann natürlich heute die Stimmung ein bisschen aufhellen, zumal wir sehen, S&P 500 Bullish Percentage Index schon ziemlich weit unten. Das kann länger so sein, wir haben es länger oben gesehen. Also wir sind doch ein Stück weit überverkauft, das sagt auch hier Maverick of Wall Street. Also kurzfristig kann man hier jetzt mal Gewinne mitnehmen mit Short-Positionen aufgrund der Überverkauftheit, aber übergeordnet wieder Einstiege auf der Short-Seite suchen. Das würde ich genauso sehen, weil eben dieses dominante Motiv sich geändert hat, das Narrativ sich geändert hat, der Fed-Pivot vom Tisch ist. Hier sehen wir mal in dem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren.
den S&P 500. Wir sehen hier diese Unterstützungszone 3960, 3980, 90, 4000. Die haben wir erstmal jetzt verteidigt. Da sind wir also wieder drüber und das könnten die Bullen jetzt versuchen. Wir haben oben im 60-Minuten-Chart eine positive Divergenz. Wir sind hier an die untere Begrenzung der Trendkanallinie gestoßen, von dort aus abgeprallt. Also everything is possible. Wir sehen dann eine kleine Umkehrkerze beim WIX, der gleichwohl, also bei der Volatilität, der gleichwohl aus einer fallenden Wedge dynamisch ausgebrochen ist. Dementsprechend dürfte auch hier das weitergehen, auch wenn wir kurzfristig Rücksetzer beim WIX sehen können. Wir sehen, dass der Nasdaq auf Stundenbasis auch aus seinem Aufwärtstrend rausgekegelt ist, vielleicht nochmal versucht jetzt an diesen Aufwärtstrend von unten kommend heranzulaufen. Und ja, je tiefer es geht, umso schlechter für CTAs, denn dann müssen die wieder abladen, ihre Position. Hier sehen wir mal die Performance des S&P 500 und die Positionierung dieser CTAs. Die haben sich nämlich dick eingekauft in diese Rallye, müssen, wenn Rallye ist und du bist nicht dabei als institutioneller Investor, hast du Problem, wenn Abverkauf ist und du bist auch dabei, hast du kein Problem, weil du kannst sagen, alle anderen hat es ja auch erwischt, aber wenn du bei einer Rallye nicht dabei bist, hast du Problem. Also wenn es weiter nach unten gehen sollte, dann müssen die richtig abladen, zumal es jetzt eine Alternative gibt aus Tina ist Tara geworden. There is an alternative, nämlich Cash, nämlich Anleihemärkte. Jetzt haben wir praktisch, oder wir hatten ja eine Zeit lang 18 Billionen an Anleihen, die negativ rentierten. Das ist jetzt praktisch vorbei. Jetzt kriegst du für eine zweijährige US-Staatsanleihe 310 Basispunkte über der S&P 500 Dividendenrendite. There is an alternative. Und das ist genau jetzt auch das Problem natürlich, dass die Aktienmärkte haben. Und als Tina noch der Fall war, weil eben, also die Alternativlosigkeit, weil eben Geld nichts kostete, weil Liquidität reichlich vorhanden war. Was haben wir da gesehen? Diese IPOs, DoorDash, Coinbase, Palantir, Airbnb, Rivian, davon sind nicht alle Firmen schlecht, vor allem Palantir dürfte doch durchaus werthaltig sein, aber sowas wie Rivian, sowas wie Coinbase, naja, da habe ich eine andere Auffassung, aber auf jeden Fall, da haben wir gesehen, dass alles hochgejazzt wurde, dann sind die IPOs erfolgt, aber seitdem geht es eigentlich kontinuierlich bergab, gerade in einem Hochzinsumfeld, und jetzt ist auch nicht mehr so wahnsinnig viel Short nach dieser massiven Rallye, die wir gesehen haben, vorbei, weniger als 1%. Des Free Floats im S&P 500 sind Leerverkäufe, das ist nicht viel. Und wenn Sie sich wundern, warum die Amerikaner 15:30, wenn der Kassamarkt beginnt, nach oben gehen und dann am Ende nach unten gehen, dann liegt das wahrscheinlich an diesen Zero-DTE-Optionen, Call-Optionen, also die Optionen, die am selben Tag verfallen. Die Leute kaufen gleich zum Marktbeginn diese Call-Optionen, die am selben Tag verfallen, und müssen die dann natürlich abends wieder glattstellen, weil die Option dann eben ausläuft. Dementsprechend sehen wir, dass hier diese Bewegungen entstehen, die nicht nur durch Privatanleger, sondern auch durch Institutionelle jetzt mitgespielt werden. Aber nochmal zum Zinsthema. Wir haben jetzt die Rendite der 12-monatigen T-Bill in den USA mit dem höchsten Stand seit 2001. Da ist viel eben wegen den Fed Rate Hike Expectations, also den Erwartungen, dass die Fed die Zinsen weiter anhebt, aber eben jetzt auch schon Schuldenobergrenze so ein bisschen ein Thema. Sven Hendrik weist darauf hin, dass es natürlich dauert, bis diese Zinsanhebungen sich wirklich durchs System fressen, aber sie tun es in der Regel. Und wo das schon durchaus angekommen ist, ist der US-Immobilienmarkt mit jetzt einem Fall von 4,9%. Damit sind 2,3 Billionen praktisch einmal weniger vorhanden im Vergleich zu davor. Alleine das im zweiten Halbjahr 2022, das ist der größte prozentuale Rückgang seit 2008. Und hier sehen wir mal die Existing Home Sales rechts oben in diesem dunklen Chart. Größere Rücksetzer als in Corona Crash, und jetzt erwischt es schon einige
wie sagen wir, wie nennt man die Eigner, Landlords, also Vermieter, größere Vermieter, hier jetzt jemand, der praktisch seinen Kredit von 1,7 Milliarden Dollar nicht mehr bedienen kann. Und jetzt, meine Damen und Herren, für die Bären unter Ihnen noch ein bisschen Pornografie, Bärenpornografie vom Allerfeinsten, hier mal eine Analogie zur Dotcom-Bubble. Und praktisch die Bubble-Symmetrie, die wir hier vielleicht erkennen könnten. Also das ist natürlich unklar, ob es so kommt, aber es wäre von der Struktur her durchaus sinnvoll, zumal wir jetzt eben einen Game-Changer haben durch die Geldpolitik, der nicht so schnell vorbeigeht. Kommen wir jetzt nochmal nach China. Hier ist es ja so, dass da wahnsinnig viel Optimismus ist. Wird alles wieder super mit China, aber die Märkte unterschätzen aus meiner Sicht und auch aus der Sicht einiger Experten, wie krank die chinesische Wirtschaft ist, wie sehr sie am Immobilienbereich hängt. Und solange hier der Immobilienmarkt sich nicht erholt, sich die Wirtschaft nicht erholen wird. Hier sehen wir, dass China jetzt einige Schulen gesperrt hat wieder, weil Covid-Cluster aufgetreten sind. Wir sehen auf der anderen Seite, dass offenkundig China's Chat-GPT-Stock-Frenzy, also diese KI-Aktien, die auch in China starke Rallyes gemacht haben, jetzt sich abkühlt aus Sorge vor Regulierung. Und wenn wir jetzt nochmal nach Germania kommen, Exporterwartungen, frische Daten heute vom IFO, sind auf 3,8 Punkte gefallen, ein Rücksetzer von 4,1. Die schwache Weltnachfrage dämmt gerade die Hoffnungen für den deutschen Export. Wir sehen im IFO wie auch im ZEW immer viel bessere Hoffnungswerte als reale Lagewerte, finde ich auffallend. Und in Sachen Inflation sehen wir, dass vor allem Erdgas und Strom natürlich viel teurer ist als Januar 2022 vor dem Ukraine-Krieg. Nur Benzin ist günstiger geworden, kostet an Tankstellen in Deutschland zuletzt so viel wie vor einem Jahr, also bevor der Ukraine kriegt, danach ging es ja für super über 2 Euro, Sie wissen dies vielleicht noch, aber wir haben inflationäre Kräfte, obwohl jetzt Gas natürlich am Terminmarkt, am Spotmarkt deutlich günstiger geworden ist, davon kriegen wir nichts mit, weil die Langfristverträge haben unsere Lieferanten. Hier sehen wir zum Beispiel auch Supermarkt, German Food CPI 20,2%, also wir haben zum Vorjahr jetzt eine Steigerung von 20% bei den Lebensmittelpreisen. Und da wollte ich hier vielleicht jetzt thematisch hier das mal zeigen. Das DIW, also das Institut meines zweitbesten Freundes Marcel Fracciarino, sagte, die EZB kann mit Zinsanhebungen die Energiepreise senken. Okay, wieder mal ein interessanter Punkt meines zweitbesten Freundes. Unbedingt lesen diesen Artikel, meine Damen und Herren, genauso wie das ganze Desaster am US-Immobilienmarkt, Anträge auf Immobilienkredite in den USA auf 28-Jahrestief, da rumpelt es also. Also diese zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren, unter dem Video. Jetzt sage ich Servus, ciao.